Hallo Leute, herzlich willkommen hier bei Knollte auf dem Kanal. Mein Name ist Ragnarök und nach dem Intro dreht sich alles um den berühmten Lastenausgleich. Lastenausgleich, was soll das denn sein? Ist das so, wenn du das Gewicht von einem Esel auf 10 Esel verteilst? Finde ich lustig. Der eine, der kann das schon alleine tragen. Nun, da brauchen wir keinen Lastenausgleich. Blödsinn, Herr Knollte. Du hast wieder keine Ahnung. Lastenausgleich. Da will der Papa Staat wieder Geld von den Menschen haben. Viel, viel Geld. Ach so, den meinst du? Ja, den gab's doch schon mal. 1947, so nach dem Krieg, ne? Da, wo Papa Staat so pleite war, weil die Ausländer uns hier alles so kaputt geschossen haben, ne? Ja, da gab's schon mal sowas. Da sind die dahergegangen und haben von den Häusle-Eigentümern einfach das Haus geschätzt. Das ist zum Beispiel mal 200.000 Mark wert. Und dann musste der Eigentümer da nochmal 100.000 Euro an Lastenausgleich zahlen. Da haben die mal eben 50% vom Wert genommen. Jo, so sieht das aus. Und wenn das heute kommen würde, hast du ein Haus? Wie viel ist das wert? Na, guck mal, so meine Generation. Ich stehe ja knapp vor Rente, so in 10 Jahren oder so, ne? Ich bin froh, wenn ich mein Haus bezahlt habe. Wenn die jetzt hinkommen und sagen, deine Hütte ist 200.000, 300.000 Euro wert. Und ich müsste dann, sagen wir nochmal, 25% zahlen. Ja, nochmal 50.000 aufnehmen, wenn ich froh bin, dass ich alles bezahlt habe. Nur 100.000 oder 150.000, wenn sie wirklich die 50% haben wollen. Oh, das ist verdammt viel Geld, du. Können wir das? Kriegen wir das überhaupt noch von der Bank? So viel Geld? Oder wie finanziere ich das denn? Scheiße ist das. Ich hab die Schnauze voll, die wollen schon wieder mein Geld. Das geht doch so nicht. Einfach wieder den kleinen Mann in die Tasche greifen wollen. Nur weil die nicht haushalten können. Genau, Holzhaufen, ja. Haushalten können die nicht. Guck mal, letztes Jahr haben sie so 883 Milliarden Euro an Steuereinnahmen gehabt. Wo ist unser Geld? Was habt ihr da alle mitgemacht? Die Straßen sind marode. Die habt ihr Jahrzehnte kaputt gespart. Guckt ihr die Straßen an, die Brücken an. Aber die Milliarden dann ins Ausland verschiffert. Was kostet jetzt die Ukraine? Was kostet uns das? Schicken wir drauf. Dem müssen wir ja helfen, ist ja Krieg. Oder was kosten uns die ganzen Flüchtlinge, die hier hinkommen, die Hand aufhalten? Was kostet das? Und dafür soll der arme deutsche Michel, der sein ganzes Leben gebuckelt hat, wieder mal sein Portemonnaie aufmachen. Nein, danke, sag ich dafür. Absolut nein, danke. Ich hab die Schnauze voll. Komm runter. Die Menschen in Deutschland wollen das nicht anders. Die wollen das nicht anders. Die SPD erzählt ihnen das. Wir planen. Da kam kein Aufschrei. Und jetzt ziehen sie es durch. Und ich schätze mal, 60-70% kommt immer noch kein Aufschrei. Meinst du, die zahlen das? Meinst du allen Ernstes, die zahlen das? Verdümmel doch mal. Lass doch mal überlegen. Also, wir sind ja Häuslebesitzer und haben da schon große Schwierigkeiten. Aber was machen denn die, die so Mietskaserne haben? Die jetzt so, wo das Haus 2-3 Millionen wert ist. Oder so ganze Baugenossenschaften, Wohnungsgesellschaften und sowas. Da, wo die Zischhäuser haben, die ein paar Millionen wert sind, sollen die auf einmal, was weiß ich nicht, 20, 30, 40 Millionen Euro dahin blättern müssen. Können die auch nicht. Ja, und die Mieter, ihr seid nicht Feinhaus. Oder meinst du wirklich, so dein Vermieter, der legt das nicht auf die Miete um? Die Miete wird aufsteigen. Muss ja. Hat ja keiner Geld zu verschenken, außer die deutsche Bundesregierung. Die wirft es hier und da mit vollen Händen raus. Mit vollen Händen. Aber ihr wollt es ja nicht anders.
Es sagt keiner etwas. Traurig. Ja, nicht nur traurig, absoluten Scheißendreck ist das. Also wie gesagt, ich hab die Schnauze voll. Wenn der Lastenausgleich kommt, Leute, ich zahle das nicht. Was wollt ihr? Wollt ihr mich wegsperren? Gut. Vollpension. All inklusive. Hast halt scheiß Ausblick im Knast, aber ich zahle das nicht. Ich gehe auf die Straße. Und wenn ich mir einen Knüppel mitnehmen muss, und für den Fall, dass das so kommt, ne? Liebe Polizei, ich bin gar nicht so böse. Aber euch verarschen sie genauso. Überlegt mal, ob ihr nicht mal den Dienst quittiert in diesem Sinn. Ne? Also, so Verbrecher jagen, ist ja alles schön gut. Ja, hin und wieder auf Autofahrer blitzen. Ja, wo muss die Weihnachtsfeier herfinanziert werden? Aber wir verarschen euch genauso, liebe Polizisten. Ja, jeden Einzelnen wird es treffen. Außer die Politiker, ne? Die holen sich das Geld nicht fein wieder. Das haben wir ja jetzt gesehen bei der Inflation. Wo sie dann ganz klammheimlich, ohne dass sie das einem gesagt haben, sich einen Inflationsausgleich von 3.000 Euro gegönnt haben. Wie viel Inflationsausgleich hast du denn bekommen? Großes Fragezeichen im Gesicht. Wahrscheinlich gar kein. Also, in diesem Sinne, sauber bleiben.